Oh, oh je. Gott, Sommerrundenbahn im Winter. Wir nehmen euch heute mit ins Alpbachtal. Es ist ein Familienskigebiet mit vielen Fun-Clubs und auch einigem Rahmenprogramm. Sagst du Hallo? Hallo, Andy! Diesmal war der kleine Spatz zwar gut gelaunt, aber nicht ganz so erzählfreudig wie beim ersten gemeinsamen Video. Auf der Suche nach weiteren Kinderstrecken sind wir diesmal ins Alpbachtal gekommen, denn das nennt sich ja selbst Familienskigebiet, hat insgesamt 113 Pistenkilometer, 45 Lifte und 25 familientaugliche Hütten, schreiben sie selbst. Davon haben wir eine dann natürlich auch noch unter die Lupe genommen. Aber erstmal zeigen wir euch einiges tolles Panorama, wie zum Beispiel den genialen Blick Richtung Rofangebirge und natürlich die Kinderstrecken. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, denn bei Widersberger Horn gibt es wenig Parkplätze, haben wir festgestellt, weshalb wir bis nach Innerallbach gefahren sind, um dann dort mit der Gondel raufzufahren. Und dann waren die Funslopes gar nicht ganz so einfach zu finden. Die Torstangen, die gehörten nämlich eigentlich zum Skikurs. Da vorne ist sie jetzt, die Funslope. Wir nähern uns. Da fährt er schon hin zur Funslope. Was ich aber so gar nicht mag, ist, dass man hier die ganze große Piste Das stört den Kleinen natürlich so gar nicht, aber wir als Eltern machen uns da ordentlich Sorgen, denn da schießen die Leute teilweise natürlich echt schnell runter. Haha, die ist auch angeschlossen, die funktioniert. Und dann ging es weiter direkt auf die Wellenstrecke. Für die bisschen größer, denn es hier oben noch in die Riesenvorlauf mit Video. Und hier ist die nächste Klatschehahn. Oh! Oh, und jetzt das Haus durch! Oh, wie cool! Yes, da! Alles da! Wow! Also was wirklich toll ist an diesem Skigebiet, die Kinderstrecke ist unglaublich lange. Die verteilt sich quasi bis zur Mittelstation Richtung Widersberger Horn runter und ist auf mehrere Etappen aufgeteilt. Nicht ganz so toll daran ist allerdings, dass man mehrfach rote Pisten queren muss, wo ordentlich Betrieb sein kann und man dann wirklich ein bisschen aufpassen muss. Anders lässt sich das wahrscheinlich nicht lösen, aber ja, mit kleinen Kindern ist es deswegen halt so ein zweischneidiges Schwert. Er hat es geliebt, aber er macht sich natürlich auch keine Sorgen um sich selber, weil er genießt einfach nur das Skifahren. Ja, gut. Noch mehr als die eigentliche Kinderstrecke hat er diese Wegelchen neben der Kinderstrecke geliebt und davon gab es wirklich zahllos. Ich glaube, die kann keine Geräusche machen. Da sind eben überall diese ausgefahrenen Pfade neben dem eigentlichen Ziehweg, was die Kinder ja generell so lieben. Und hier sind einfach besonders viele, weil eben vermutlich sehr, sehr viele Kinder unterwegs sind. Da wird angezeigt, wie schnell man ist. Das ist eine süße Idee allerdings, zeigt die ab einer gewissen Geschwindigkeit dann nur noch ein grimmiges Gesicht an. Deswegen verstehe ich es nicht ganz, aber gut, für die Kids wird es schon Sinn machen. Dann endet die super coole Funslope recht abrupt auf der roten Piste und mit der Gmarbahn, mit dem blauen Deckel, kann man aber direkt wieder hochfahren. Widersberger Horn und da geht's ab auf die Sommerrodelbahn, mitten im Winter. Bist du schon gespannt? Ja. Meinst du, es wird gut? Ja. Andersrum? Dürfen wir? Ja. Danke. Ab geht's, Schmerzi. Ja. Oh mein Gott, Sommerrodelbahn im Winter. Ah!
extra zwei Kinderstrecken. Die letzten Meter, aber hier ist es mega schön. Also das war echt eine coole Sommerblüte. Hat die auch Spaß gemacht? Ja, 100, 100, 100, alles 100, 100. Ja. Sommerrodelbahn? Ja. Was ist besser? Alles ist 100. Alles super? Und das Schnitzel war dann direkt auch super. Wir sind in die Hütte über der Widersberger Horn-Gipfelstation reingegangen. Und da kann man nichts sagen. Also Preis-Leistung tipptopp, hat lecker geschmeckt. Und dann ging es frisch gestärkt auf die Talabfahrt. Das Coole an der Talabfahrt ist ja, dass man wieder die Fun Slopes fahren kann. Willst du da hochfahren? Achtung, Achtung. Es geht sich nicht aus vom Schwung. Und wieder rückwärts. Ihr wisst ja, beim Rückwärtsfahren muss man immer piepen, wenn man ein LKW wäre. Der Himmel. Hallo Handy. Ich meine Kamera. Hallo Schnee. Kamera sagt Hallo Schnee. Hallo Schnee. Wieso gehen wir nicht mal an? Aber der Bildschirm ist aus, damit die Akkus fahren, okay? Oh. Und schon ging es wieder auf die kleinen Wägelchen neben der Piste. Man sagt ja sogar, man sollte es die Kinder ruhig machen lassen, weil sie da eben sehr gut Skifahren lernen, weil sie wendig sein müssen und dann auch wirklich gut bremsen können, wenn es drauf ankommt. Und das stimmt, also bei meinem Kleinen hat das auch richtig, richtig gut funktioniert. So ein bisschen schwitzen tut man als Mama aber dann doch, wenn man nebenher fährt und beobachten muss, ob alles klappt. Und jetzt geht's auf die Talabfahrt bei uns. Das scheint teilweise sogar noch tiefer. Die Talabfahrt ist dann schon rot, die ist teilweise echt ein bisschen eisig, aber er macht es toll. Yeah, Office! Gar nicht schlecht, ha? Huh? Das war es besser wie auf der Piste. Oh nein, zu schnell! So, die letzten Meter. Jetzt sind wir noch mal im tief verschneiten Winter Wonderland. Also wenn unten halt deutlich kälter ist als oben. Ich habe mal hier alles verschneit, sodass wir nicht nur die Schneekanonen und oben ist alles nackiger. Also ohne Schnee will ich damit sagen, grüne Bäume. Ja, falls ihr noch andere tolle Kinderstrecken wisst, dann lasst uns gerne wissen, wo die zu finden sind. Wir haben die Tirol Snowcard, also wir sind relativ mobil und freuen uns über Tipps von eurer Seite.